Was eine Mission, liebe Zuschauer. Was eine Mission. Was eine Drecksmission. Und damit ein aller herzliches Willkommen, die aus dem Weg. Alter, was geht bei euch da eigentlich immer kaputt? Und damit herzlich willkommen erstmal zurück zum Let's Play Far Cry. Weil ich gerade mit einem anderen YouTuber geschrieben habe unter meinem Far Cry Video. Herzlich willkommen zurück zu natürlich zu Let's Play GTA 3. Jo. Was für eine Mission. Was für eine Drecksmission, Alter, liebe Leute, ey. So. Da müssen wir mal gucken. Wir müssen es also wieder probieren, dass wir den guten Kenji zerlegen. Alter, was lief heute? Was läuft heute falsch? Oh, Oma, fahr mir nicht in die Karre, Alter. Das kann nicht sein. Wo dringst du wieder was kaputt? Ich will dir auf den Sack gehen. Ja. Okay. Sorry, liebe Leute, dass wir jetzt mittlerweile in der dritten Folge dran sind an dieser Mission. Also ja, wirklich Drecksmission. Also, wie gesagt, die hatten sie beim ersten Mal geschafft. Wenn wir nämlich einen hätten leben lassen können. Sie ist ja nicht einfach, sie ist ja nicht schwer, das ist es ja. So, ich lasse jetzt diesmal auch die Schranke stehen. So. Und hätte aber mir die Lampe nicht kaputt gefahren, wäre es ja auch wichtig. Wäre es auch okay gewesen. Du Pisser! Das war mir so klar! Das war mir so klar! Die werden mich. Du Mistgeburt, Alter! Sie haben mich erkannt! Die haben mich erkannt! Du steigst aus dem brennenden Auto aus, aber die haben dich erkannt! Ach, leck mich doch am Alk. Sorry. Nein, man kann sie nicht wegsnipern. Weil ihr gesehen habt, wenn wir aussteigen, die Leute erkennen dich. Oh mein Gott, what did you hit me? Ich hab doch gar nichts getan. Schade, dass es kein Feed gibt, dass man die Autos dann verwundbar machen kann. Das wäre natürlich super. Ich habe normal gebremst. Hau ab! Du bist mir ins Auto gelaufen. Ja. Mama, wir haben es beim ersten Mal geschafft.
Naja. War mir klar. Aber du fährst nochmal gerade und die Karre bricht hier sofort aus. Ich könnte eigentlich also Drive-By machen. Könnt ihr schießen und dann hoffen, dass wir hier rauskommen, Alter. Ich glaube, wir müssen den gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob wir den überfahren müssten. Geh mir nicht auf den Piss, Alter. Zumindest bin ich den ersten da los. Ich muss nur Kenji erwischen. Ein Leben lassen und Kenji erwischen. Oder sobald wir möglich, so nah wie möglich drankommen und an Kenji, Kenji holen. Warte mal, jetzt muss ich gerade mal gucken, wie ich die Cops wegkriege. Weil ich das Auto treffen kann. Leck mich doch. Das ist zum Kotzen! Die Idee war gut! Es ist nur zum Kotzen. Die Yakuza haben nicht erkannt, die Karre ist zerstört! Es ist zum Kotzen mittlerweile gerade, ja. Aber okay, so kann es funktionieren. Ich snap mir die gerade. Ich muss sie nur wegkriegen. Zumindest den ersten Haufen wegkriegen und dann den Kenji zerlegen und dann abhauen.
So, auf ein achtes Mal. Na, leck mich doch einmal. Geh mir nicht auf den Piss, Mann! Aber so könnte es, wie gesagt, theoretisch funktionieren. Einer muss überleben. Minimum. Einer. Und was macht ihr so? Du fährst nur ganz leicht rein, die Karre geht ja schon kaputt. Ey, ich drehe nur hier, du. Halt die Schniss. Ich bin auch erstaunlich ruhig. Ich bin wirklich erstaunlich ruhig. Also ich habe andere Let's Plays, wo ich denke mir, wow. Da bin ich schon ein bisschen mehr auf Fuß gerissen. Aber hier, das scheint, ja, wie gesagt, es ist immer so ein bisschen, wir müssen uns reintasten in die Mission. Und das versuche ich gerade. Tong. Oh Mann, ich voll Idiot. Schade, dass er nicht ein bisschen. Aber er wird nicht durch die Explosion. Oh, das Päckchen. Ja, ja. Schon klar. 5 von. Das war aber Zufall. Das habe ich eben nicht durch die Katze nicht gesehen. Ich habe bei 50 gibt es ja unendlich. Gibt es ja Held immer vor dem Dings. So wenig wie in GTA Vice City, da habe ich auch 55 oder 60 Päckchen gehabt. Ich mache das anders, ich fahre von der anderen Seite ran. Ich glaube nicht, dass wir da bis. Ne. Wir müssen von der anderen Seite ran. Was hier scheinbar auch nicht interessiert. Die Karre so hoch, die Karre hochjagen kann. Das ist gut. Oder so.
normal, ne? Die treffen nicht auf die Entfernung. Die kennt ihr aber nicht von da weg. So, ich glaube, wir haben es. Also müssen wir jetzt aus der mit der Karre weg. Ich hoffe, dass nicht alle gestorben sind. Bewusst habe ich jetzt ein, zwei Leute noch stehen lassen. Wenn ihr mir jetzt sagt, du hast nicht so hingesetzt. Habe ich nicht. Wie gesagt, nochmal. Ich habe zwei Leute mindestens noch stehen lassen. So, jetzt muss ich raus. Endlich! Boah! Leute, wir haben es. Und ich nehme die Karre jetzt wieder mit. Boah! Leute, wir haben es. Ich glaube, beim 9. Versuch haben wir es ja geschafft. Ja, man muss sich ein bisschen reintasten, wie gesagt. Ich habe sie dann Gott sei Dank erwischt. Dann habe ich den Kenji mitgenommen. Wenn er dann ein, zwei Zeugen überlegt, wie gesagt, wir hätten es beim ersten Mal vielleicht sogar geschaffen können, wenn wir dann nicht wirklich alle Zeugen hätten weg haben können. So. Schnell speichern, weil ich habe mich gesagt, nicht nochmal Bock, mich durch diese Mission durchzuquälen. Wir haben es geschafft, liebe Leute. Puh. Gut, den nächsten Teil, die nächste Mission. Ihr kennt das. Dann im nächsten Part bei Let's Play GTA 3. Ne? Tschüss.